sgeforever.de präsentiert euch den Fan-Talk. 4 Punkte aus den letzten beiden Bundesligaspielen, ein Sieg bei Heidenheim. 2:1 hieß es am Ende und heute geht es nun zu Hause gegen die TSG Hoffenheim. Wird das der 7. Punkt? Das ist die Frage, weil das Spiel, war es überzeugend in Heidenheim? War das der Aufbruch? Oder war es vielleicht nur so ein kleiner Fünkchen Hoffnung, der da vielleicht hochgekommen ist? Von daher, das werden wir heute auf jeden Fall im Fan-Talk diskutieren und damit auch erstmal ein herzliches Gute an unsere beiden Eintracht-Fans, den Christian und den Peymann. Gute. Und ein Hallo und Gute an unseren Redakteur aus der Chefredaktion, den Marcel. Gute. Ja, dann steigen wir nämlich auch direkt schon bei der ersten These ein, würde ich sagen. Und Marcel, die geht dann auch schon an dich. Und zwar, der Sieg gegen Heidenheim war der lang ersehnte Befreiungsschlag. Das würde ich sagen, ist noch ein bisschen früh, das zu sagen. Also es war auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger, dreckiger Sieg, würde ich auch sagen. Aber es braucht auf jeden Fall jetzt nochmal eine gute Leistung heute gegen Hoffenheim, um auch so ein bisschen also das Umfeld ist jetzt ein bisschen erstmal wieder, ja, gnädig gestimmt, ist wieder Ruhe eingekehrt, würde ich sagen. Also Dino Topmöller kann erstmal relativ ruhig arbeiten, aber eine gute Leistung, sowohl spielerisch und natürlich auch punktetechnisch gegen Hoffenheim, wäre auf jeden Fall wichtig, um ja vielleicht auch wieder so ein bisschen Euphorie in den Stadtwald zu bringen. Christian, wie sieht es für dich aus? War es ein Befreiungsschlag? Oder siehst du es auch, oder siehst du es auch wie Marcel entsprechend, oder bist du anderer Meinung? Ein ganz, ganz klares Jein, würde ich sagen. Also es kommt ein bisschen darauf an, wie definierst du Befreiungsschlag? Wenn du sagst, die Situation, es gab Druck auf dem Kessel, Situation war angespannt, definitiv ja. War es so, dass uns der Sieg gegen Heidenheim so eine kleine Verschnaufpause irgendwo beschert hat? Ja, sage ich auch. War es ein Befreiungsschlag? So weit würde ich nicht gehen. Also dafür war die Leistung über 90 Minuten einfach zu durchschnittlich, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ich meine, mich daran erinnern zu können, dass wir zur Pause irgendwie einen Expected Goal Wert von 0,05 hatten und ich glaube, diese 0,05, die resultierten dann noch aus einem Chaby-Freistoß, der irgendwo im Oberrang gelandet ist. Also das ist bei allem Respekt vor Heidenheim unbequemer Gegner, kann man an der Stelle, glaube ich, wirklich mal sagen. Aber unterm Strich ist das zu wenig überzeugend gewesen, als dass ich da jetzt irgendwo eine Trendwende von ableiten könnte. Peymann, wie war es denn für dich? Ich muss sagen, kämpferisch haben mich die Jungs jetzt endlich mal wieder abgeholt. Also im Vergleich zu den anderen Spielen, da hatten wir auch schon ein paar Mannschaften, die im Tabellenkeller sind. Da haben wir uns schwer getan. Aber jetzt haben wir auch endlich mal körperlich mit Physis und Leidenschaft dagegen gehalten. Von dem her war es schon eine Art Befreiungsschlag, was das angeht. Aber wie meine beiden Vorredner auch gesagt haben, spielerisch war es immer noch nichts. Mit dem Kader musste einfach spielerisch mehr kommen. Aber ich bin einfach froh, dass wir gegen Heidenheim gewonnen haben und jetzt mal zumindest kämpferisch überzeugen konnten. Marcel, ja, genau, richtig, bitte. Ja, genau, das ist ja eigentlich auch gerade die Basics, ne, oder das, die Basis erstmal, dass das Kämpferische vielleicht wieder stimmt und man quasi über das Kämpferische dann vielleicht auch wieder das Spielerische in Gang kriegt. Also von daher war es ein guter Schritt, denke ich, auf jeden Fall. Ja, wie wir uns jetzt, glaube ich, einig sind, Befreiungsschlag ist vielleicht noch ein bisschen früh, darüber zu sprechen. Christian, das Kämpferische ist ein Thema, das andere, also möchte ich gerne gleich abholen, möchte wissen, ob du es genauso gesehen hast, zum einen wie die anderen beiden und zum anderen wurde ja auch viel darüber gesprochen, nicht nur das Stadion in Heidenheim hat so ein bisschen Amateurfußball-Atmosphäre gegeben, sondern eben auch das, was auf dem Spielfeld stattgefunden hat. Klar, das ist das Spielerische, was auch Marcel und Peymann eben gesagt haben, aber so überragend war der Kick nicht, oder? Nein, bin ich voll bei dir. Also gehen wir mal chronologisch vor, Stichwort Mentalität, Zweikampfstärke, Basics und so weiter und so fort, würde ich nicht komplett unterschreiben, weil gehört für mich dann auch einfach dazu, das auch über 90 Minuten zu zeigen. In der zweiten Halbzeit haben wir, glaube ich, eine Tendenz nach oben erkennen können, verglichen mit dem, was wir in den vergangenen Jahren gesehen haben, und da muss man vielleicht relativierend ein bisschen dazu sagen, sind wir sehr verwöhnt. Physisch starker Fußball, Eintracht-DNA, alles schön und gut. Aber mit Blick darauf war es dann immer noch zu wenig, absolut. Und fußballerisch, ja, schwierig, wirklich schwierig. Das Problem ist,
Was sich in den letzten Wochen schon abgezeichnet hatte und was in Heidenheim dann auch nochmal Bestätigung gefunden hat, ich kann irgendwo keine Lernkurve erkennen, weder bei der Mannschaft noch bei Dino. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob Dino einfach dann ein Stück weit stur an seinem System festhalten möchte, ohne da irgendwie wirklich eine Perspektive zu entwickeln. Wobei man ja sagen muss, er hat gegen Heidenheim dann erstmalig umgestellt auf ein 4-4-2, was meiner Meinung nach seine eigentlichen Intention, mehr Ballbesitzfußball, entgegenkommen sollte. Also das war grundsätzlich ein solider Schachzug, würde ich sagen. Wenn ich mir dann aber anschaue, was für Personal hatten wir denn da in der Vierer-Mittelfeldreihe mit dieser flachen Zehn und wie man das alles nennt, mit einem Nkunku, mit einem Chaby, mit einem Tuta, der das zweite Mal gespielt hat, glaube ich, an dem Tag. Und der vierte war, ich komme gerade nicht drauf, Ansgar Knauf. Der vierte war Ansgar Knauf. Das sind für mich allesamt jetzt keine Leute, die irgendwie prädestiniert oder stellvertretend für einen Ballbesitzfußball sind. Das sind für mich weitestgehend, also insbesondere die Außen, ein Nkunku, ein Knauf, das sind Umschaltspieler, die dann eben auch übers Tempo kommen, mal über die 1-gegen-1-Situation kommen. Tuta, wie gesagt, das zweite Mal auf der Position unterwegs gewesen. Chaby nimmt für mich einfach insgesamt noch zu wenig am Spielgeschehen teil, bewegt sich für mich nicht so gut wie meinetwegen Kamada zwischen den Linien, sodass du über dieses Ziel oder diesen Anspruch Ballbesitzfußball, neue Systematik, hast du da, glaube ich, eigentlich einen Schritt zurückgemacht. Und das ist das, was mich ein Stück weit beunruhigt mit Blick auf das Spiel heute. Marcel. Ja, stimme ich dir prinzipiell zu, auf jeden Fall. Vielleicht hilft es da, wenn da jetzt Hugo Larsson wieder zurückkehrt nach Verletzungspause, weil der ja auch so ein ja, sehr ballsicherer Spieler ist. Eigentlich hatte man auch, ja, hätte man ja genug mit Skiri oder mit Götze, die eben auch sowas mitbringen würden, aber Absolut. es hat sich noch nicht so gefunden im Mittelfeld, ja. Bellmann, wie ist es denn für dich? Du hast ja eben gerade auch gesagt, das Kämpferische hat für dich gestimmt, über Spielerische muss man mit der Zeit kommen. Christian hat es eben gerade gesagt, systematisch wurde ja jetzt auch ein bisschen umgestellt. War das der richtige Moment umzustellen oder war das für dich eine Verzweiflungstat oder wie interpretierst du das? Ich habe da mit einem Freund auch am Wochenende drüber gesprochen. Da waren wir auch zwiegespalten. Auf der einen Seite wollte Toppmöller ja Ballbesitzfußball spielen. Das war ja auch sein Anspruch. Aber ich finde es ehrlich gesagt gut, dass er jetzt nicht sagt, ich beharre jetzt drauf und ziehe das bis zum Ende durch. Weil für mich, und das denke ich auch, das haben auch Toppmöller und Kröche vorgegeben, geht es jetzt vor allen Dingen darum, Platz 6 mindestens zu sichern. Dass wir einfach diesen Platz sicher haben. Und wenn wir eben Spieler haben, wie Bimbe, wie Knauf, denen das Umschaltspiel mehr liegt, dann bringt es jetzt nichts, wenn Larsson jetzt nicht fit ist. Skiri kam vom Afrika Cup, der ist jetzt auch noch nicht so gut in Form. Rode, der das auch machen könnte, ist gar keine Option momentan. Und da finde ich einfach den pragmatischen Ansatz gut zu sagen, wir versuchen jetzt einfach über das Kämpferische so viele Punkte wie möglich mitzunehmen. Eine kritische Analyse muss man dann sicherlich am Ende der Saison, es sind ja nicht mehr viele Spiele, ziehen und schauen, warum hat das nicht funktioniert mit dem Ballbesitzfußball? Gibt es da Schwachstellen, die nicht in die Systematik von Toppmöller passen? Oder ist dann wirklich auch Toppmöller vielleicht das Problem gewesen, dass er diesen Ballbesitzfußball nicht umsetzen konnte? Ja, aber Götze, weil der Name eben fiel, ist jetzt auch schon länger nicht mehr so in Topform. Gar nicht mehr in Form. Der ist ja dann noch rausrotiert aus der Mannschaft. Das wäre ja einer, der das drauf hätte. Deswegen finde ich es jetzt gut zu sagen, wir sehen das jetzt pragmatisch. Wir versuchen irgendwie die Punkte mitzunehmen über das Kämpferische, über die Leidenschaft, auch die Fans wieder mehr mitzunehmen und dann einfach irgendwie so eine Wucht zu entwickeln und Momentum. Dann lassen Und wir uns anders. da, dann kommen wir da gleich nochmal in der zweiten These, nämlich auch drauf, da wird es noch wichtiger. Dann möchte ich gerade Götze nochmal aufgreifen. Guter Ansatz, Peymann. Deswegen Marcel. Ja, der Götze hat sich rausrotiert, hat Peymann gesagt, oder ist rausrotiert worden. Ist aber erstmal auf dem Spielfeld auch ordentlich rotiert. Also er wurde ja immer defensiver, also wirklich aus der offensiven Rolle auf die Sechserrolle gefühlt, hat nicht nur gefühlt, teilweise hat er den Spielaufbau aus der Innenverteidigung sogar gestartet auf dem Platz. Ist das vielleicht auch der Grund, weshalb der Götze momentan gar nicht mehr so aktiv
wahrnehmbar war, weil er einfach nicht mehr auf der Position spielt, wo er eigentlich hingehört. Natürlich, das muss ich noch dazu sagen, hat Götze im Interview danach mal gesagt, ja, er fühlt sich überall wohl und so weiter, aber das mögen ja auch vielleicht nur Phrasen sein. Aber ist Götze nicht eigentlich der Offensivspieler? Ich sage mal, mit fortgeschrittenem Alter ist es ja durchaus üblich, dass man so ein Stück weit in die mehr nach hinten rotiert. Ich finde, er hat auch durchaus Spiele auf der Sechs oder sagen wir mal, defensiveren Positionen gemacht, die auch wirklich gut waren. Aber jetzt die letzten Spiele, ja, war wirklich enttäuschend von ihm, und fand es auch ein deutliches Zeichen gegen Wolfsburg war es, glaube ich, als dann Timothy Chandler und Elias Baum eingewechselt wurden in der 89. und Götze halt komplett auf der Bank gesessen hat. Das fand ich schon erstaunlich, aber war, ja, ohne dass er jetzt Dino Topmöller irgendwie, oder ich habe zumindest nichts davon mitbekommen, dass er das irgendwie begründet hätte, aber ja, hat mich schon gewundert. Christian, ganz kurz noch dazu, du hast eben gerade genickt. Ja, also ich habe mir heute ganz fest vorgenommen, vorher nicht alles in Schutt und Asche zu reden. Deswegen muss ich ein bisschen aufpassen, was ich sage. Aber ja, Götze, schwierig, richtig, richtig schwierig. Also ich habe so den Eindruck, dass seit dem Hinspiel gegen Neapel, da hat es irgendwie angefangen mit diesem Monster-Fehlpass, den er dann gespielt hat, wo wir dann ins 0-1 gelaufen sind. Ist so ein bisschen die Gretchenfrage, Huhn oder Ei, was war zuerst da? Hat es mit Neapel angefangen, sein Abstieg, oder war es dann halt vorher schon der Fall? Aber seitdem habe ich kein überzeugendes Spiel mehr von ihm gesehen. Ich finde auch Körpersprache ist ein ganz großes Thema bei Mario Götze. War er jetzt nie so bekannt dafür, dass er sich in jeden Zweikampf reingeworfen hat, aber mittlerweile scheint er immer so teilnahmslos in den Luftduellen noch mehr als am Boden, aber das ist in puncto Körpersprache. Ich weiß auch nicht, ob das Auswirkungen auf seine Nebenmänner hat. Für mich war es auf jeden Fall konsequent und alternativlos, dass er sich jetzt auf der Bank wiedergefunden hat. Okay. Und hinzu kommt ja auch das Thema Meckern nochmal immer bei mir. Jetzt hat er sich ein bisschen besser im Griff, aber gefühlt ist er da schon sehr viel mit dem Schiedsrichter beschäftigt. Wir hatten es in der ersten These eben schon davon, und zwar, da ging es um das Kämpferische, das Spielerische. Peymann hat es am Ende ja auch gesagt, eben, ja, Hauptsache den Platz irgendwie verteidigen und das internationale Wettbewerb sichern. Und das ist die Frage, reicht es dann vielleicht am Ende überhaupt dafür beim Kämpferischen? Darum geht es nämlich jetzt in dieser These. Und die geht jetzt an dich, Christian. Derzeit geht es für die SGE nicht um das Spielerische, sondern im Kampf um Europa nur um Punkte. Daran sollte das Team gemessen werden. Ja, auch. Also ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, wen man fragt, weil es gleichzeitig auch irgendwo eine Vertrauensfrage ist. Wenn du einen Markus Krösche fragst, bist du weiterhin überzeugt von deinem Trainer, von dem spielerischen Wandel? Dann kann für mich die Antwort für Markus Krösche nur lauten, ja, am System festhalten, Dino machen lassen. Wenn du Dino fragst, bist du überzeugt von deinem Team, vertraust du deinem Team, dass sie deine Vorgaben umsetzen können, sage ich auch ganz klar an der spielerischen Weiterentwicklung, an dem Versuch der spielerischen Weiterentwicklung auf jeden Fall festhalten. Ist ja auch so, viele Wege führen nach Rom. Es heißt ja jetzt nicht, dass wir zwingend, wenn wir jetzt uns wieder auf die Basics konzentrieren, definitiv am Ende der Saison Platz 6 verteidigen. Andererseits heißt es ja nicht, dass, wenn wir uns jetzt auf die spielerische Weiterentwicklung fokussieren, definitiv Platz 6 verlieren werden. Du hast ja keine Garantien im Fußball. Wenn man mich aber fragt, ich tue mich schwer, da mit dran zu glauben, dass wir diese gewünschte spielerische Weiterentwicklung diese Saison noch auf dem Platz sehen werden, noch erkennen werden. Gleichzeitig sage ich aber auch, ich fände es in Ordnung, wenn man diese Kröte dann mal schluckt und am Ende der Saison kein internationaler Wettbewerb dabei rauskommt. Vielleicht ist das auch einfach mal, muss man das dann auch mal so akzeptieren? Das ist, glaube ich, die schwerste Transformation im Fußball überhaupt, vom Umschaltspiel in den Ballbesitz-Fußball zu kommen. Und wenn das dann irgendwie darauf hinausläuft, dass wir uns spielerisch weiterentwickeln, dass wir in der kommenden Saison eine andere fußballerische Qualität auf den Rasen bringen, so what, dann nehme ich das mit Kusshand. Okay, Peymann, also Christian geht ja eher dann nach dem Prinzip, kurz zusammengefasst, lieber die spielerische Weiterentwicklung in dieser Saison und dann zur Not eben international jetzt nicht spielen, aber dafür dann nächste Saison davon profitieren und dann die Früchte ernten. Wie siehst du es? Ich sehe das ehrlich gesagt anders. Es ist meiner Meinung nach jetzt zu spät zu sagen, spielerische Weiterentwicklung. Wir haben jetzt noch, ich glaube, knapp 10 Spiele
Spiele, wenn überhaupt, weniger sogar. Und in dem Stadium der Saison bei der Bundesliga, also die ist ja wirklich die Saison nicht gut, geht es meiner Meinung darum, nur noch irgendwie das europäische Geschäft zu erreichen. Vor allen Dingen würde ich das so sehen, dass es sogar ausreicht, wenn die Basics einfach sitzen, weil die Mannschaften dahinter jetzt spielerisch auch nicht glänzen. Das heißt, du kannst schon über Kampf, über Leidenschaft viel erreichen. Und das Spielerische, da muss man sich kritisch mit auseinandersetzen, auch mit dem Trainer am Ende der Saison. Aber jetzt geht es darum, irgendwie mit diesem guten Kader, der auch nicht günstig ist, ist es schon fast ein Muss, Platz 6 zu erreichen. Sagen wir mal, die ersten fünf, die da vor uns sind, die haben mehr Möglichkeiten außer Stuttgart und spielen auch besseren Fußball. Aber als Eintracht Frankfurt mit dem teuren Kader musst du meiner Meinung nach, es ist einer der besten Kader rein von den Namen her, Platz 6 erreichen. Und Martin Hinteregger hat es auch gesagt, neulich im Interview. Die Mannschaft braucht halt auch vielleicht Zeit, sich in dieses Kämpferische reinzuentwickeln und kann dann darüber auch einen anderen Spirit entwickeln. Und darüber kann dann das Spielerische auch aufbauen. Ob Topmöller dafür der richtige Mann ist oder nicht, das wird dann die Zeit zeigen. Aber primär geht es jetzt erstmal darum, fürs Finanzielle und auch für das Umfeld, einfach für die Leidenschaft und auch für die Teamentwicklung, europäisches Geschäft zu erreichen. Das ist mittlerweile, muss das unser Anspruch sein bei dem Kader. Marcel, unser Anspruch? Ja, ich finde, Christian und Peymann haben zwei sehr interessante Sachen gesagt. Einmal gehe ich vollkommen mit, dass auch der Anspruch auf jeden Fall sein muss, international zu spielen, weil wir einfach jetzt mittlerweile von Etat und von Kaderzusammenstellung, ja, muss das Ziel sein. Und da sind wir auch, sagen wir mal, Platz 5, 6 in der Liga. Ich fand aber auch interessant, was Christian gemeint hat, dass wir eben diese Transformation von Umschaltspiel auf Ballbesitz in dieser Saison ja versuchen oder anstreben. Bislang mit, sagen wir mal, mehr schlecht als recht funktioniert. Aber das ist ja, eigentlich haben alle vor der Saison schon gesagt, es wird so ein bisschen so eine Übergangssaison nach den ganzen, nach dem Umbruch neuer Trainer. Und ich finde, man sollte auf jeden Fall Dino, sagen wir, die Saison noch oder die Saison jetzt erstmal noch ja, zu Ende führen lassen und dann muss man quasi ja, ja, wie kann man sagen, ein Fazit ziehen. Und mir war das so ein bisschen zu negativ zwischenzeitlich. Also wir hatten zum Beispiel eine Umfrage auch bei SGE Forever gemacht mit vor dem Wolfsburg-Spiel 75% der Fans haben sich gegen, also ob Dino noch der Richtige ist, gegen ihn ausgesprochen. Ich würde sagen, jetzt sind es wahrscheinlich unter 50, vielleicht 30%, hat sich jetzt, glaube ich, ein bisschen wieder beruhigt, aber es war schon ja, sehr, sehr negativ gegen ihn. Zuletzt, ja, Marcel, sehe ich glaube ich nicht ganz so. Ich glaube, wenn man jetzt die Umfrage machen würde, wären es wahrscheinlich immer noch 55 bis 60%. Spannend Ja. wird vor allen Dingen das heutige Spiel sein gegen Hoffenheim, wie das entsprechend absolviert wird. Aber darum soll es ja jetzt in erster Linie nicht direkt gehen. Also nicht ganz direkt. Peymann, du hast es ja eben gerade so indirekt gesagt. Eigentlich jetzt mit Topmöller dann die Saison zu Ende führen, kämpferisch, wenn das alles passt. Und wenn die Eintracht dann trotzdem Platz 6 belegen sollte, bist du aber dann dennoch der Meinung, dass man dann darüber reden muss, oder? Ich finde, man muss auf jeden Fall am Ende der Saison darüber reden, weil die spielerische Entwicklung, und er hatte jetzt Zeit, die Mannschaft zu entwickeln, nicht in dem Maße gelungen ist. Und es muss sich halt auch die Frage gestellt werden, und ich weiß, das ist immer so ein bisschen so eine Plattitüde, aber ob Topmöller von seiner ganzen Art zu dem Verein passt, von seiner emotionalen Art, ob das gut zusammenpasst mit Eintracht Frankfurt, das muss man analysieren, da muss man kritisch sich mit auseinandersetzen. Und dieser Platz 6, weil ja viele Fans dann auch so sagen, ja, man kann ja sagen, wir sind so verwöhnt, passt doch, wir sind auf Platz 6, aber das kaschiert auch vieles. Die Bundesliga ist einfach unfassbar schlecht, das muss man sagen, diese Saison. Ich glaube nicht, dass wir mit dieser Leistung in anderen Saisons auf Platz 6 wären. Nun ist es einfach mal so, dass wir trotz vieler Defizite auf Platz 6 sind. Das ist auch gut für Eintracht Frankfurt. Aber deswegen sage ich, um das zu halten, einfach jetzt versuchen, erstmal das Spielerische beiseite zu legen und nicht beiseite zu legen, aber in den Hintergrund zu stellen, weil gerade gegen Mannschaften aus dem oberen Mittelfeld, die mehr Ballbesitzfußball spielen, gegen so Mannschaften waren wir schon immer gut. Da können wir, wenn das Kämpferische stimmt, immer was mitnehmen. Und am Ende der Saison, da muss Kröche und da muss auch Topmüller müssen da kritisch sich das anschauen, warum es nicht gepasst hat, weil
die Transfers, die wir getätigt haben, rein von den Namen her, waren ja nicht schlecht. Also, und auch vom Etat, da muss es spielerisch mehr kommen. Christian, da würde ich mich gerade noch dazu mit reinholen, eben die spielerische Entwicklung, die ja Peymann auch so ein bisschen kritisiert hat, dass er die nicht sehen konnte, weil du es ja gesagt hast, naja, vielleicht sollten wir den Spielern nur noch ein bisschen Zeit geben oder auch dem Trainerteam. Ist es denn für dich nicht so, dass man nach ja, 30 Pflichtspielen mittlerweile oder an die 30, wir sind über 30 mittlerweile, nicht diese Entwicklung auch schon haben müsste? Ganz und gar nicht. Also eher im Gegenteil. 30 Pflichtspiele müssen wir uns mal die Frage stellen, ja, wo kommen die denn eigentlich her? Bis vor kurzem, was heißt bis vor kurzem? Wir hatten bis vor geraumer Zeit, hatten wir noch Dreifachbelastung, dann war es nur noch die Doppelbelastung, aber führte halt in der Konsequenz dazu, dass wir unter der Woche halt auch wirklich wenig Möglichkeit hatten, irgendwie Abläufe mal zu festigen, zu intensivieren und eine gewisse Routine da reinzubringen. Ich halte es, wie eben schon gesagt, für sehr herausfordernd, für höchst anspruchsvoll, die Systeme so umzustellen, wie wir uns das jetzt auf die Fahne geschrieben haben. Und es ist halt auch so, ich kann mich auch daran erinnern, auch zu Zeiten unter einem Glasner zum Beispiel hatten wir auch solche extremen Durstphasen. Ich kann mich daran erinnern, gegen ein Spiel an ein Spiel gegen Greuther Fürth, wo Boré dann in der dritten Minute Nachspielzeit irgendwie glücklich das 1-1 oder was es war, reinstolpert. Und das war so die Initialzündung, dass wir in den folgenden Wochen auf einmal eine komplett andere Mannschaft gesehen haben. Ich will damit einfach nur sagen, manchmal scheitert es auch wirklich nur an Nuancen. Und wenn Toppmöller es schafft, diese Nuancen irgendwo zu finden und die Schalter dann umzulegen, ich glaube, dann bringt diese Kombination aus Mannschaft und Trainer eine ganze Menge mit. Ich halte Toppmöller ja auch für einen Trainer mit Expertise grundsätzlich, ne? Also das kommt ja nicht von ungefähr, dass er jetzt heute bei uns auf dem Cheftrainersessel sitzt. Er kommt ja schließlich ja auch, wenn auch als Co. vom FC Bayern und so weiter und so fort. Der weiß im Grunde nach, denke ich schon, was er tut. Aber er ist ein sehr unerfahrener Trainer nach wie vor. Ich glaube nicht, dass er jetzt unbedingt der Spezialist im Umgang mit den schwierigsten Situationen ist, aber grundsätzlich bringt das eine ganze Menge Potenzial mit. Womit Payman aber eben absolut recht hat, womit er absolut einen Punkt hat, was ich auch genauso sehe, ist auch ein bisschen die Außendarstellung, die nur so ein bisschen mitbringt. Ne? Also ich habe früher unter einem Armin Fee habe ich sehr, sehr gerne Pressekonferenzen verfolgt. Die kann ich mir bei Dino so überhaupt nicht mehr geben. Also wenn ich noch einmal höre, ich habe da Energie gespürt. Ich habe im Zusammenhang mit Eintracht Frankfurt diese Saison eine ganze Menge gespürt, aber Energie war da nicht einmal mit dabei. Das bringt mich dann schon ein bisschen auf die Palme. Ja, Christian, dann nehmen wir das nämlich auch direkt als Überleitung zu unserer letzten und dritten These. Und in dieser heißt es, Peymann, bei einem Sieg gegen Hoffenheim sitzt Toppmöller fest im Sattel. Ja, meiner Meinung nach, wenn wir Hoffenheim besiegen können am heutigen Tag, dann sitzt Toppmöller fest im Sattel. Hoffenheim ist der direkte Konkurrent von uns, jetzt rein tabellarisch gesehen, hat noch einen kleinen Aufwärtstrend in den letzten Spielen. Das heißt, wenn wir da einen Sieg einfahren könnten und die auf Distanz halten, dann ist zumindest das Ziel in der Bundesliga, unabhängig von dem Spielerischen, da sind wir mit dem schon mal ein großes Stück näher. Und was, wie gesagt, im Fußball oft unterschätzt wird, ist eben dieses Momentum, was dadurch entstehen kann. Dann weiß man, wir haben mal wieder zwei Siege am Stück eingefahren. Die Mannschaft festigt sich vielleicht auch ein bisschen. Es sind natürlich auch viele junge Spieler. Und dann kann so ein Teamspirit sich entwickeln. Und vielleicht kann Toppmöller, obwohl ich persönlich bei ihm da Defizite sehe, kann da auch ein bisschen mit reinwachsen. Er ist ja auch noch ein junger Trainer. Dieses Emotional ist auch nicht ganz fair von mir vielleicht, aber ich messe das halt immer an Oliver Glasner. Es ist halt bei mir immer noch so, ja, hat was hinterlassen bei mir, dass er da weg ist. Aber vielleicht kann Toppmöller sich dann da auch mit der Mannschaft hineinentwickeln. Das braucht auch einfach Zeit, dass sich die Spieler, die kommen aus Frankreich, aus der ganzen Welt hierher und sind 20, 21 Jahre. Und vielleicht kann dann der Funke irgendwie doch noch überspringen. Das ist für mich fast wichtiger als das Spielerische in dem Moment, weil das brauchen wir einfach als Frankfurt, diese Leidenschaft zu spüren, ja, von so Spielern wie damals von Hinteregger. Selbst ein Kamada hatte das am Ende. Und wenn gleich kämpferisch noch ein bisschen überzeugender was rauskommt, dann kann darauf eben auch Dino Toppmöller aufbauen. Und meiner Meinung nach sitzt er dann auch erstmal fest im Sattel. Marcel, sitzt da würde ich auch fest im Sattel, wenn es heute gelingt? Ja, absolut. Also ich
Da hätten wir 7 Punkte auf den direkten Konkurrenten Hoffenheim. Das wäre schon ein relativ solides Polster und ja, dann sehe ich es eigentlich auch relativ gut aus mit dem Festigen von Platz 6. Vielleicht noch was Peymann angesprochen hatte, dass eben Oliver Glasner ja sehr viel emotionaler war vielleicht als Dino Topmöller. Er hat ja auch selber mal gesagt, dass die Eintracht ihn emotionalisiert hat. Also ich glaube, wenn ich mich so an die Anfänge zurückerinnere, da war er ja vielleicht auch noch ein bisschen verhaltener. Das war dann dieses Spiel gegen Piräus, wird, glaube ich, öfter mal angesprochen, wo er den Ball auf die Tribüne gebolzt hat, was so ein bisschen irgendwie so ja als positiver Knackpunkt dann gekommen ist und ja auch wo er dann bei den Fans irgendwie nochmal ja als einer von uns quasi so ein bisschen angesehen wurde. Und das so ein Moment wird vielleicht Dino auch ja gut tun oder vielleicht irgendwie im Ranking der Fans nochmal seine Situation da verbessern. Christian, wie sieht es denn für dich aus? Ja, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und ob ihr es hören wollt oder nicht, aber ich würde behaupten, Dino Topmöller sitzt auch bei einer Niederlage fest im Sattel. Also derjenige, der da am Ende des Tages der Entscheidungsträger ist, ist ja nun mal in allererster Linie Markus Krösche und ich glaube, ihr werdet mir beipflichten, dass sich Markus Krösche bis dato immer als ein sehr analytischer Mensch präsentiert hat und das wird in der Situation nicht anders sein. Und er wird sich fragen, okay, was kann ich denn eigentlich mit dem Trainerwechsel bewirken und was macht das auch mit der mittel- und langfristigen Ausrichtung der Mannschaft und des Vereins? Also das heißt, er müsste dann jetzt auch schon wieder einen Trainer mit ins Boot holen, mit dem er dann auch langfristig planen kann. Aber wir haben auf der anderen Seite ja irgendwo auch diesen Bedarf und diese Erwartungshaltung, irgendwie Platz 6 zu sichern, das widerspricht sich schon mal. Und wenn er ihn tatsächlich gehen lassen sollte, bedeutet das ja auch, dass ein Stück weit an seiner eigenen Reputation gekratzt wird. Also dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass diese Verpflichtung von Dino Topmöller auch einem Markus Krösche auf die Füße fallen würde. Und das wird er sich sicherlich zweimal überlegen. Ja, aber Christian, ist es dann nicht widersprüchlich, wenn du auf der einen Seite halt sagst, dass ein Krösche sehr analytisch ist und über die Eintracht dann heute verlieren sollte, dass eigentlich eher analytisch herangehen muss und auch sieht, selbst der Sieg gegen Heidenheim war analytisch, ja, Glücksgeschichte. Also da hat die Eintracht ja nicht überragenden Fußball gespielt. Das 2:2 gegen Wolfsburg. Analytisch gesehen war das auch nichts gewesen, weil eben nicht dieses System so zu erkennen war, wie es ist. Deswegen, ist es dann nicht ein Widerspruch? Nee, also weil ich spreche ja von der mittel- und langfristigen Ausrichtung. Wenn er jetzt eben nur die kurzfristige Ausrichtung betrachten würde, dann wäre er emotional geleitet und dann hätte das nichts mehr mit einer analytischen Herangehensweise zu tun. Wenn er jetzt sagt, okay, wir haben die letzten, ich weiß nicht wie viele, 4, 5, 6, lass es 7 Spiele sein, keine Ahnung. Das war unterm Strich nicht überzeugend und da wird ihm ja auch keiner widersprechen. Das ist jetzt für ihn im Moment zu sagen, okay, die Verpflichtung von Topmöller war irgendwo ein Fehler, dann ist das für mich an der Stelle zu kurz gedacht. Auch wenn es natürlich Argumente dafür gibt, dass man vielleicht nicht, dass man Topmöller möglicherweise nicht mehr das Vertrauen entgegenbringen kann. Du hast gesagt, 30 Pflichtspiele ist eine Menge Holz. Ja, bin ich auch bei dir. Aber ich bleibe dabei, 30 Pflichtspiele sind jetzt nicht viel gemessen an dem Projekt, was man sich auf die Fahne geschrieben hat. Marcel, wie ist es denn für dich, wenn, also jetzt auch auf die These bezogen, was ist, wenn das Spiel verloren geht? Also ich sehe das wie Christian auch, dass ich glaube nicht, dass dann, oder ich glaube nach wie vor, dass Dino dann im festen Sattel sitzt. Dafür hat er jetzt, sagen wir mal, schon, oder dafür hat er schon genug Gegenwind gerade vor dem Spiel gegen Wolfsburg ins Gesicht bekommen. Ich glaube auch, dass es jetzt vielleicht so ein Stück weit eine Bewährungsprobe für ihn ist, einfach, wenn er da, sagen wir mal, gestärkt rausgeht und so wie in der Hinrunde vielleicht ja dann so einen kleinen Positivlauf hat, vielleicht gegen die Bayern gewinnt, dann kann die Welt auch schon wieder ganz anders aussehen. Und ja, Axel Hellmann hat es ja auch zum Beispiel auf der Mitgliederversammlung nochmal gesagt, dass er eben ja den Weg, den die Eintracht gehen will, eben langfristig ist mit jungen Spielern, die man weiterentwickeln will und dann möglicherweise teuer verkaufen will, aber auch gleichzeitig, sagen wir mal, so ein Gerüst aufbauen möchte, dass man eben dann auch halten kann. Und deswegen war ja auch Dino Topmöller oder die Wahl auf Dino Topmöller gefallen. Ne?
Marcel, das finde ich spannend, weil es auch jetzt wieder in Richtung Payman geht. Deswegen ist es auch gut, dass Payman jetzt dazu sich direkt wieder äußern kann. Ich will auch kurz noch sagen, es waren im Übrigen mittlerweile bei 37 Pflichtspielen. Ich habe ja gesagt, über 30 Pflichtspiele haben wir schon, sind in Summe 37 Pflichtspiele. Aber Payman, der Marcel sagt gerade, ja, die langfristige Entwicklung, aber wir sehen es ja immer wieder, kaum sticht mal einer aus dem Kader heraus. Man hat es beim Omar Marmoush auf einmal gesehen, dann werden auf einmal die Interessen wieder groß und es ist dann ja vielleicht dann auch genau das Thema, eine spielerische, langfristige Möglichkeit, sich zu verbessern, gibt es ja in dem Sinne fast gar nicht, weil dann diejenigen, die sich halbwegs als gut herausstellen, ja immer gleich zu höherem berufen sind. Also gefühlt, die spielen ja fast gar nicht mehr konstant bei einem Verein. Und ist das dann nämlich eben nicht die Gefahr, wenn die Eintracht auf einmal am Ende der Saison auf einmal dann doch auf Platz 7, Platz 8 stehen sollte? 7 könnte ja eventuell noch reichen, aber eben nicht im internationalen Wettbewerb ist, dass dann auf einmal Spieler wieder gehen? Das ist eine Riesengefahr. Das ist aber eben auch den Druck, den man sich selbst gegeben hat, dadurch, dass man so erfolgreich war in den letzten Jahren. Wenn man eben weiterkommen will, wenn man die Mannschaft weiterentwickeln will, auch qualitativ, dann hat man nun mal den Druck, dass man gewisse Ziele erreichen muss. Deswegen sehe ich das ja so und sage, wir müssen schon fast Sechster werden. Wir brauchen diese Einnahmen. Also wenn wir sie eben nicht haben, dann sind wir nicht mehr so attraktiv für gewisse Spieler, die international spielen wollen. Dann gibt es Druck von den Agenten, von den Spielerberatern. Und wir sehen es ja jetzt auch, wie du richtig gesagt hast, bei Marmoush, aber auch bei Pacho zum Beispiel. Ja, das sind halt Spieler. Pacho war jetzt in den letzten Spielen nicht ganz so stark, aber über die Saison super starker Spieler gewesen. Und wenn wir eben solche Spieler immer nach einer Saison verlieren, dann wird da diese Konstanz, diese Entwicklung gar nicht reinkommen. Das haben wir auch erlebt, dieses Gerüst, was wir vorher hatten. Mit Kamada, Kostic, Ndicka und so weiter. Das hat sich ja über Jahre entwickelt. Da muss ich aber sagen, da muss man Kröche auch ja, ein Lob aussprechen. Mit Transfers wie Skiri, Robin Koch hat er ja zumindest zwei zentrale Positionen besetzt, wo ich zumindest denke, die sind in dem Alter und auch spielerisch an einem gewissen Limit. Die werden jetzt nicht mehr nach ein, zwei Jahren direkt wieder weg sind. Also dem hat er so ein bisschen vorgebeugt. Aber wo du natürlich recht hast, wenn wir Spieler, die eine gute Saison spielen, direkt wieder verlieren, und die Einnahmen sind natürlich wichtig für uns, dann kann aber dieser Teamspirit sich gar nicht erst verfestigen und entwickeln. Und das ist ein Punkt, und Kröche kommt ja ein bisschen aus der RB-Schule, den ich bei ihm schon von Anfang an ein bisschen kritisch gesehen habe. Er macht super Arbeit, gar keine Frage, rein was die Weiterentwicklung angeht, vom Verein, vom Finanziellen her. Der hat da super Vision, aber ich finde, bei Frankfurt muss man halt auch immer so ein bisschen auf dieses Leidenschaftliche schauen und dass man die Fans mitnimmt. Und wenn man eben so einen teuren Kader hat, wie wir jetzt haben, dann ist es halt auch nicht mehr so wie bei Glasner und bei Adi Hütter, wo man sagt, ja, Platz 10 ist mal eine Saison zu verkraften. Vor allen Dingen kommt es für mich da auch auf die Spielweise an, also auf die Leidenschaft. Bei Glasner hat man das eher mal verziehen, weil man gesagt, komm, die Mannschaft, die hat wenigstens gekämpft. Deswegen ist es für mich jetzt auch so, wenn wir gegen Hoffenheim gewinnen sollten oder auch verlieren sollten, kommt es für mich auch darauf an, wenn wir verlieren, wie haben wir uns präsentiert? Ja. Wie haben wir gekämpft? Ja, Dann das ist ist entscheidend. dann wäre das nämlich jetzt spannend, zum Schluss einfach nur die nackten Zahlen nochmal. Eure Tipps für das Spiel gegen Hoffenheim, Christian. 1-1. Payman? Ein dreckiger, leidenschaftlicher 2-1-Sieg. Bisschen Glück. Dreckiger, leidenschaftlicher 2-1-Sieg. Marcel? Ich setze noch einen drauf, der sagt 3-2 liegen wir. 3 zu 2. Ja. Okay, ich lag beim letzten Mal mit dem Tipp voll daneben. Insofern hoffe ich auf einen 1 zu 0-Sieg. Und der wird wahrscheinlich auch nicht ganz so ansehnlich sein. Aber vielleicht belehrt uns ja die Mannschaft eines Besseren und macht es wie die Bayern gestern. Ja? Gegen unseren Nachbarn aus Mainz. Wir werden sehen, so ein 5-1, 6-1, 7-1 wäre ja auch mal ganz nett zur Abwechslung. Ich glaube, dann wäre sowieso erstmal Ruhe. Wie dem auch sei, wir wünschen uns alle, dass die Eintracht gewinnt. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Vielen Dank, Christian, Peymann und auch Marcel. Ich wünsche euch noch allen einen schönen Tag. Vor allen Dingen nachher ein erfolgreiches Spiel der Eintracht. Schönen Sonntag und dann nächste Woche einen guten Start in die neue Woche. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. Das war der sgeforever.de Fan Talk. Du willst auch mal mitdiskutieren? Dann bewirb dich jetzt.